Was glauben Sie, welche Rahmenbedingungen müssen gesetzt sein, damit Engagement auch in Zukunft funktionieren kann? Also die Rahmenbedingungen sind wunderbar. Ich denke, der Einzug des Internets unterstützt die Menschen dabei, dass die Hürde viel niedriger wird, dass nicht jeder seinen Job kündigen muss, um Vollzeit engagiert zu sein, sondern dass man das auch mehr in den Alltag einbauen kann. Das Internet hilft dabei zu sehen, was passiert um mich rum und wie kann ich auch einfach und schnell einen kleinen Beitrag geben, denn am Ende sind es die vielen kleinen Beiträge, die Großes bewirken. Übertragen auf das Engagement im Freiwilligenbereich heißt natürlich, dass es Sinn ergibt, denn das ist ja die Währung, mit der ehrenamtliches, freiwilliges Engagement bezahlt wird. Das kommt aus guten Rahmenbedingungen, die das Ganze würdigen, wertschätzen. Das kommt aus einem sinnvollen Ziel und dass man das mit dem Setting, mit den Mitteln erreichen kann. Es gibt ja sehr viele Aufgaben, die wichtig sind, die aber nicht finanziert werden. Und sowas wie ein Grundeinkommen, das einem einfach die Grundbedürfnisse sichert und wo man sich dann gleichzeitig auch engagieren kann, das wäre einfach wünschenswert. Das ist natürlich jetzt noch sehr utopisch, aber für ein breites gesellschaftliches Engagement von vielen Menschen wäre es, glaube ich, ein großer Schritt.